Ohne Wirtschaft ist kein Wohlstand in diesem Land möglich. Ohne Wirtschaft gibt es keine Arbeitsplätze. Ohne Wirtschaft haben wir keinen Wohlstand, keine Zukunft für unsere Kinder. Wirtschaft ist der Motor, der alles vorantreibt. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten gesehen in Europa. Wir sehen natürlich auch jetzt, was sich ergeben hat auf diversesten Krisen, die sich jetzt aus den letzten Jahren angesammelt hat. Und da müssen wir dagegenhalten. Und ich glaube, dass freiheitliche Politik hier der richtige Ansatz ist. Auf alle Fälle mal muss es eine Steuererleichterung geben. Das ist ganz ein wichtiger Bereich. Das Zweite, was ganz wichtig wäre, sind die Lohnnebenkosten zu kürzen, damit die Mitarbeiter wirklich mehr verdienen können. Sie wären bereit, auch mehr Stunden zu machen, Überstunden zu machen, aber es muss wirtschaftlich und finanziell, steuerlich wirklich honoriert werden. Ich glaube, das wären die zwei wichtigsten Maßnahmen, die für uns Unternehmer mal getroffen werden müssen. Es gibt verschiedene Verordnungen, die uns als Unternehmer betreffen. Das Lieferkettengesetz ist ja Gott sei Dank jetzt einmal rückgenommen worden, weiß man aber nicht, ob das auch nach der Wahl noch so ist. Es gibt aber auch da noch den Green Deal, es gibt die EU-Taxonomie, es gibt die ESG, es gibt unzählige Verordnungen. Das ist ein ganz wichtiges Thema für gerade Unternehmer, weil natürlich 90% der Gesetzgebung jetzt von der EU-Ebene kommen. Und wenn wir jetzt an den ganzen Thema Green Deal denkt, ja, der sehr weit natürlich in das Thema Wirtschaft auch reingeht, das sehr verwachsen ist damit und wo hier überreguliert wird von Seiten der Europäischen Union, dann muss ich als Unternehmer wissen, es muss sich etwas ändern, Entbürokratisierung auf Seiten der Europäischen Union. Und das wird nur passieren, wenn man bei dieser EU-Wahl aufsteht und natürlich auch dann das Kreuz für eine Partei macht, die da eher kritisch der ganzen Entwicklung gegenübersteht. Und das ist die FPÖ.